So, ja, danke schön, dass ihr alle so aufmerksam und so viel Geduld habt. Zu Troubleshooting ist es ja dann doch nicht gekommen, aber vielleicht werden wir das am Ende des Vortrags auch ein bisschen sehen, was man so troubleshooten kann unter Systemd. Vielleicht erstmal kurz das Meme auf einwirken lassen. So viele Units, so viele Probleme und alles ist neu und spannend. Ich habe auch gleich vorweg einen kleinen Disclaimer zu machen. Ich werde Systemd hier nicht mit sys4init, cron, chroot oder syslog vergleichen. Auch wenn es das den Anspruch hat, es zu ersetzen. Oder es besser zu machen oder schlechter zu machen. Und mein zweiter Disclaimer ist, Systemd kann wahrscheinlich mittlerweile so viel, das kann ich auch gar nicht wissen. Und möglicherweise gibt es hier jemanden, der über Systemd noch mehr weiß als ich. Und Fragen vielleicht am Ende, damit wir in einer halben Stunde bleiben. Genau, und Tomaten habt ihr hoffentlich auch keine mitgebracht. Okay, gut. Ich habe die eher zu Hause gelassen. Ja, ich möchte vorstellen, was Systemd als Init-System, als Systemmanager oder Scheduler, habe ich auch schon irgendwo gelesen, was es sein kann, vorstellen und wie es Linux-Container handelt. Na, wir kennen ja vielleicht Docker, aber Systemd bringt da auch noch ein bisschen rudimentäres Zeugs mit, um Linux-Container anzusprechen und zu nutzen. Ja, ich werde was über, wie man Units startet, stoppt, erklären, wie man Logs liest, wie man einen Timer schreibt, wie man Services dazu schreibt und vielleicht auch spezielle Targets, habe ich extra in Anführungsstrichen, weil so speziell sind die dann für aus Systemd-Sicht dann auch wieder nicht. Und wie man Linux-Container startet. Das werde ich an der Demo zeigen und da werden wir dann auch die ein oder andere Unit dann in dem Linux-Container schreiben und nutzen und gucken, was die kann. System Control ist eins der Hauptwerkzeuge, würde ich jetzt mal sagen, um sich einen Überblick zu verschaffen, was Systemd gerade macht und ihm Befehle zu geben. Das ist nicht nur das Start, Status und Stopp, wie man es halt so kennt. Da ist halt auch ein Enable dabei. Ein Enable setzt den Symlink auf das entsprechende Target von Systemd. Zu Targets erzähle ich gleich noch was. Starten ist halt ganz normal starten. Reload sendet so ein SIG-Hub an den Prozess oder etwas, was unter exec-reload in der Unit definiert wurde. Da kann also je nachdem, was sich der Maintainer da überlegt hat, auch was anderes passieren. Status abfragen. Der Status kann auch gleichzeitig die letzten Logs ausgeben. Und das kann man dann halt mit minus L, kann man, falls die so umgebrochen ist, weil die Logzeilen sehr lang ist, sich auch ein bisschen besser darstellen lassen. Stopp hatte ich schon erklärt. Disable löscht den Symlink wieder. Oder die Symlinks, es können ja auch mehrere dran hängen. Und Kill ist auch noch interessant. Standardmäßig wird ein SIG-Term gesetzt, was auch Stopp machen würde, wenn man keinen Exec-Stopp definiert hat. Und man kann natürlich auch jedes andere beliebige Signal, was man so kennt, wie man mit Kill auch senden. Guten Abend. Genau. Es können nur Services und Units quasi enabled werden, die eine Install-Sektion haben und wo dann auch ein Target drin steht. Genau, was vielleicht, was man von anderen Init-Systemen nicht kennt, sind User-Units, dass man halt im User-Kontext eine Session, eine Systemd-Session hat, wo man eigene Services oder Services, die extra dafür geeignet sind, im User-Kontext zu laufen, also mit User-Rechten zum Beispiel, oder auf dem Display-Server des Users, der gestartet wurde, um das zu kapseln und mehr Isolation zu geben, damit bestimmte Dinge nicht als Root laufen müssen, die das auch nicht notwendigerweise müssen. Genau. Da unten habe ich ein kleines Beispiel, ein klassisches Beispiel, was man auch im Arch-Wiki findet, wie man den Music-Player-Daemon
im User-Kontext schaut, damit man jetzt nicht das Problem hat, das mit Root machen zu müssen. Oder mit einem anderen User, der die Rechte nicht hat. Oder weil man es bewusst mit einem anderen User machen will, damit die Musikbibliothek von mehreren genutzt werden kann. Genau, das ist so ein klassisches Beispiel. Da muss man dann die Default-Tage zum Beispiel angeben, damit es mit dem Einloggen auch gestartet wird, dieser Dienst. Interessant ist, wenn der letzte Logout, also wenn wirklich auch vom Linux-Kernel aus gesehen der User ausgeloggt ist, dann beenden sich auch alle seine Dienste. Also ob das wirklich so funktioniert, habe ich noch nicht getestet. Aber so steht es in der Mailpage. Genau. Logs lesen. Logs lesen geht halt mit Journal Control. Und ich habe gemerkt, dass -E ist ein sehr praktischer Helfer, weil wenn man das weglässt und nicht zum Ende des Logs springt, kommt man zu krassen Ladezeiten. Es könnte sein, dass da Systemd noch nicht so optimal programmiert ist an der Stelle, weil wenn man dann Ende drückt und zum Ende springen will, dann kann es unter Umständen sehr lange dauern, wenn man gerade die Suche nicht mit -u für Unit eingeschränkt hat. Oder beim Kernel-Log beispielsweise. Man wundert sich, warum irgendein Treiber gerade nicht läuft und will ins Kernel-Debug, also das ist ein Synonym für Debug-Message sozusagen, das, was auch da drin stehen würde. Er holt auch gleich das, was nur zur Laufzeit ist, also wenn jetzt der Kernel noch nicht Festplatten gemountet hat und noch nicht ins eigentliche Log reinschreiben konnte, das holt er quasi rechtzeitig ab. Das steht dann quasi in dem Kernel-Log auch mit drin. Genau. Habe ich was vergessen? Nein. Es gibt sicher noch mehr Optionen, aber das sind so die häufigsten, über die man so stolpert. Genau. Zu einem Timer gehört immer ein Service. Praktischerweise braucht man den Service nicht mit dem Timer zu verlinken und nicht umgedreht, wenn er gleich heißt. Ich habe hier so ein Beispiel, was ich auch selber nutze, um meine SSD zum Beispiel zu trimmen. Also für den Trim-Support ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Einmal wöchentlich, das heißt bei Systemd montags um 0 Uhr und innerhalb von einem Zeitfenster von 15 Minuten. Wenn er das nicht schafft, dann würde er es beim nächsten Mal probieren, wenn der Rechner wieder eingeschaltet ist. Deswegen steht da auch dieses Persistent True. Er merkt sich quasi, ob in der Woche der Timer schon einmal den Service gestartet hat. Genau. Ja, und der Service ist dann wieder eine Beschreibung von dem, was er machen soll. Interessant ist dort der Typ. One-Shot benutzt man dann, wenn man ungefähr absehen kann, wie lange der Service laufen wird. Also bei FS-Trim vielleicht ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Und Simple ist der Default, also wenn man Type weglässt, dann würde er mal Simple annehmen. Und das heißt, da ist ein Daemon hinter, also ein typischer Unix-Daemon. Und der Service verhält sich dann auch so, als würde er einen Daemon verwalten. Genau. Man kann auch bei exec-start mehrere Befehle angeben, vorausgesetzt man benutzt nicht den Type Simple. Das ist kein Kommentar, das macht mir leider Markdown so komisch. Das ist quasi der nachfolgende Befehl und man kann nur mit Semikolons trennen, man kann kein und reinmachen und man kann kein oder reinmachen. Dafür kann man aber theoretisch hier sein eigenes Bash-Skript aufrufen und dort dann ganz typisch, zum Beispiel angenommen, man hat ein Bash-Skript, um zu entscheiden, möchte ich das jetzt überhaupt machen? Zum Beispiel, wenn ich im Akkubetrieb bin, dann baut man sich ein kleines Bash-Skript, was das macht. Und das könnte auch so ein Feature sein, was Systemd vielleicht schon kann, wenn ich nur nicht kenne oder was geplant ist, dass es vielleicht Targets gibt, die prüfen, ob man im Akkubetrieb ist oder nicht oder ob der Akku voll aufgeladen ist. Ich weiß nicht, ob es sowas in Zukunft geben wird. Wäre cool. Ja, vielleicht noch eine Besonderheit zum Kalender. Das glaube ich, vor zwei Wochen hatten wir versucht, einen Intervall einzustellen und haben das mit 15 Minuten gemacht. Und das geht natürlich nicht, weil 15 Minuten ist eine Dauer und ein Event muss immer an einen
ja, wie soll man sagen, an einem Timestamp gebunden sein. Genau, da ist auch die verkürzte Cron-Syntax möglich. Die, glaube ich, nicht komplett also konform ist mit denen, die es Cron macht. Und ich glaube, mit Cron könnte man theoretisch noch mehr machen. Aber dafür habe ich noch zu wenig damit gemacht, um das zu beurteilen, ob das tatsächlich stimmt. Genau, zu dem One-Shot, das hatte ich, glaube ich, schon erzählt. Außer, genau, mit der Besonderheit, dass bei One-Shot also der Service für die Dauer aktiv bleibt und alle abhängigen Prozesse erst danach gestartet werden, wenn der schon seine Arbeit erledigt hat. Wenn er auf Simple ist, werden die anderen mit ihm gestartet. Also sobald der komplett geladen ist, werden die mitgestartet. Es gibt noch andere Typen, da kann man in der Manpage nochmal genauer nachlesen. Fork zum Beispiel gibt es auch. Ist bei Webservern vielleicht ganz interessant, wenn man zum Beispiel einen Tomcat mit einem Apache verbunden hat. Und in Abhängigkeit davon, wenn man gewisse Zeit warten muss, dann kann man mit Fork systemd quasi mitteilen, dass da noch was kommt und man soll bitte warten, bis der Prozess aufgeladen ist und dann erst würde er das machen. In dem Fall wäre er bei Simple einfach ignorant und würde sofort loslegen, sobald das Programm Speicher ist und er kann sich vielleicht noch nicht miteinander verbinden. Datenbankverbindung zum Beispiel auch, von Webserver zu Datenbank ist vielleicht ein besseres Beispiel als jetzt mit der Apache Tomcat Verbindung. Genau. So, dann habe ich noch was zu Targets. Ich habe noch ein anderes Wort für diese speziellen Targets gefunden. Hooks, vielleicht sagt ihr einem oder anderen was. In diesem Beispiel, was ich hier habe, kann ich eine Notification senden an mein GNOME Desktop oder einen anderen Desktop, der ein System, was Zenity hat, das ist so ein kleiner Dialogprogramm. Direkt nachdem er aus dem Hibernate zurückgekommen ist, oder aus dem, da geht auch Suspend, ging ja auch, dass er dann irgendwas tut. Häufig hat man vielleicht das Bedürfnis, ein Treiber muss neu geladen werden, wenn er aus dem Suspend oder aus einem Hibernate wieder zurückkommt. Und da ist das dann ganz praktisch. Dann würde man das allerdings nicht als User-Unit machen, so wie das hier angelegt ist, sondern als natürlich als Unit, die mit Root ausgeführt wird. Warum ist das eine User-Unit? Also diese User-Unit ist auch so geschrieben, dass sie nicht unter etc-system.de-user abgelegt werden kann. Ein User könnte diese nicht ausführen, weil ihm diese User-Deklaration hier fehlt, wo er quasi der User, der das gestartet hat, dort mit diesem Byte halt einsetzt, damit systemd weiß, wem der Service gehört. Und in dem Fall könnte nur der User das ausführen, der das in seinem eigenen lokalen Verzeichnis hat. Genau. Environment-Variablen kann man dann auch noch deklarieren. Das ist hier sogar notwendig, damit er weiß, auf welchem Display er zum Beispiel zeichnen will. Angenommen, es wäre jetzt keine User-Unit, im eigenen Verzeichnis, sondern im globalen Verzeichnis, dann kann es ja sein, dass man das Display abhängig machen muss vom User. Und dann könnte man hier dann auch noch eine Variable statt Doppelpunkt 0 eintragen und dann würde auch die Meldungen auf dem richtigen Display angezeigt werden. Das ist vielleicht ganz praktisch zu wissen. Genau. Kurz zu den Verzeichnissen. Ich hatte so ein bisschen erklärt, die Reihenfolge geht ungefähr so von unten nach oben mit einem Sprung drin. Denn angenommen eine Unit heißt gleich, dann würde er zuerst gucken, ist sie im eigenen User-Verzeichnis, im Home-Verzeichnis unter Config System der User. Dann würde er diese starten. Ist dort keine mit diesem Namen, würde er zunächst in etc System der User suchen. Und dann würde er erst, wenn dort keine ist, wenn man die nicht überladen hat, im lib-system-user suchen, also das, was quasi vom Distributor mitkommt. Und so ähnlich verhält sich das mit den anderen, Units, die nicht für den User sind. Da gibt es natürlich keine lokalen, das macht natürlich dann auch keinen Sinn. Genau. Ja, und dann gibt es noch ein Feature, was weniger mit dem Systemmanagement zu tun hat, und zwar ist das System-end-spawn.
damit kann man ein gebootstrapptes Linux-System, also in dem Fall ein Debian-Tree, direkt booten. Ja, direkt booten in seinem eigenen System, ohne dass man irgendwas Spezielles machen muss, ohne dass man den Rechner neu starten muss. Genau. B gibt an, dass er überhaupt booten soll, und D das große Verzeichnis von der Installation, die da sich hinter verbirgt. Genau. So, und jetzt eine Demo. Ja, jetzt muss ich hier dazu hinsetzen. Ja, und das Erste, was wir machen, ist da mal reinbooten in das Debian, was ich da vorbereitet habe.